muss man mehr wieder aufpassen mit den Zeiten. Ich überziehe die Folgen hier die ganze Zeit, weil das Spiel ja auch immer mal ein bisschen länger dauert. In der Region sind zahllose Zivilisten durch den Krieg heimatlos geworden. Viele müssen sich selbst in die Sklaverei verkaufen, um zu überleben. Wir können die Legion aussenden, um in der Gegend Servi zu kaufen. Zwölf Sklaven erhalten. Na gut, gehen wir zum Speerlager und holen uns die Uniform. Habe ich schon gemerkt, aber momentan ist so viel los auf der Arbeit, geht immer mal eine Folge nebenbei. Macht euch bereit. Speer müssen sterben. Nimm mal dich mal mit, weil du missgestimmt bist und ich denke mal... Du wirst mich mehr mögen, wenn ich dich häufiger mitnehme. Nicht nur kampftechnisch. Die Stellung ist leicht zu verteidigen. Aber wir haben das Überraschungsmoment. Lasst es uns nicht vergeuden. Sie wirken komplett ahnungslos. Was ist der Sinn eines Wachturms, wenn dort kein Späher postiert wird? Merkules. Der Feind ist da! Tja. Kann das Ziel nicht sehen. Barrikade kaputt. Sehr schön. Bauen wir uns hin, um Angriffe abzuwehren und ich glaube, dann hat sich das erstmal erledigt. Zünd den an und ihr geht auch mal eben hier in die Deckung. Na toll. Lasst sie zu uns kommen! Da oben sind die schon Fackeln. Da werden die mich auch anzünden. Sie sind da drüben. Vorrücken! Deshalb steht bestimmt der Krug hier.
Ja. Bitte folgt meinem Finger. Ja, ihr werdet wieder gesund. Jetzt muss ich ganz kurz mal schauen. Soll ich den niederschlagen? Einen Schritt nach vorne, dann macht sie Schildverstärkung. Könnt ihr alle mal Wasserkrüge kurz nehmen? Und du stellst sie auch direkt an den ran. Kein dauerhafter Schaden. Ach, dass die alle einfach nur betäubt auf dem Boden liegen. Schön, du bist sogar ausgewichen. Defensive Formation. Langsam und gleichmäßig. Und da stecken wir uns alle wieder in Brand. Euch geht es größtenteils gut. Zurück in den Kampf mit euch. Tut das weh? Gut, dann seid ihr gesund. Okay, hat nicht gereicht. Nicht schlimm. Das war mein Fehler, weil ich zu schnell geklickt habe. Da hat mir nicht mal angezeigt, dass der einen Reaktionsschlag macht, wenn ich die Treppe da hochlaufe.
Du hast einen Wasserkrug. Durchnässt. Ach, wenn die durchnässt sind, haben die Feuerwiderstand 80%. Hm. Danke, Riefat, für dein Prime-Sub. Vielen Dank. Noch drei Wachen. Warten hier, bis der Feind kommt. Da triffst du den nicht, aber von hier aus kannst du den erwischen. Das habt ihr nicht erwartet, was? Oh, der hat brennend widerstanden. Nee, nicht durch das Feuer gehen da vorne. Helft mir und ich werde euch helfen, wenn ihr in Not seid. Es ist schon in Ordnung. Ihr werdet es überleben. Hier, lasst mich helfen. Für jeden Rang verbrannt 20% weniger. Wo kommst ihr du denn daher? Ihr seid gut geschützt. Seid bereit! Sehr schön. Guten Abend, Xenom. So, bleibt erstmal hier auf der zweiten Reihe. Hey Zeus, jemand muss mir helfen! Seid ruhig, ich bin ja jetzt hier. Jetzt rennt der Anführer von dem rum. Und hebt hier die ganzen Leute auf. Das finde ich überhaupt nicht gut. Versprengt. Der verteilt sich erstmal nicht mehr. Waffe wechseln. 5 bis 8. Ihr habt euch natürlich hier auch wieder nicht nebeneinander gestellt.
nehme den hier mal raus. Und dann kriegst du eine weitere Aktion. You don't have Insta. Sorry, I don't use the expansion on Twitch. Es gibt für das Spiel eigentlich eine Expansion, also Expansion für Twitch, die so ein paar Möglichkeiten für den Twitch-Chat offenbart. Aber ich brauche hier keine Mitentscheidung vom Chat. Ich will nicht sterben. Ich halte das nicht mehr aus. Nichts gegen euch, also nicht gegen den Chat, dann, wenn ich eure Entscheidung nicht respektieren würde. Ah, wir hatten das schon mal. Bei welchen Spielen haben wir es nochmal gemacht? Jeder kämpft für sich selbst! Ja, bei Vermintide gibt's das auch mit dem Chat. Tja, Haufen Gegenstände verwendet und... Boah, jetzt rennt hier so ein... Einer, der sich ergeben will. 71 Rationen. Pontos Verkleidung. Zwei Speeruniformen der Armee von Pontos. Damit solltet ihr in der Lage sein, unbemerkt ins Lager von König Mithridates zu kommen. Eine Anleitung für griechisches Feuer. Was man schon so alles kriegt, ohne dass man es bis jetzt craften kann. In Borderlands konnte man den Chat erschießen, ja. Nein, aber ich glaube, das war bei... Inzwischen vergesse ich immer den Namen davon. Die Dame, die Farben sehen kann. Life is Strange 3, genau. Beziehungsweise Life is Strange True Colors. Guck mal, dann fällt mir wieder der ganze Titel ein. Bitte, tötet mich nicht! Ich sage euch alles! Gibt's eine geheime Losung für den Zutritt zum Lager von Mithridates? Ja. Der Wächter wird euch fragen, war eure Reise lang? Darauf müsst ihr antworten, es sind noch viele Meilen mehr bis nach Rom. Dreiste Mistkerle. Wir wollen keine Informationen, wir wollen deine Kleider. Was? Aber, gut. Nehmt sie! Verschont mich nur! Wir können diesen Mann nicht verschonen. Falls jemand das mitbekommt, wird das ganze Lager Alarm schlagen. Ich werde nichts sagen! Ich verspreche es!
Deinem Akzent nach zu urteilen, kommst du von hier. Mithridates wird diesen Krieg verlieren und die Soldaten von Pontus werden gehen. Dann wirst du erneut in Rom leben müssen. Und da wäre es doch tragisch, wenn du auch in der ständischen Angst vor der Rache Roms leben müsstest. Habe ich mich klar ausgedrückt. Ja, ja, mein Herr. Ich werde zu meiner Familie gehen und niemandem verraten, was sie getan haben. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Wobei, es wird schon in Ordnung sein. Aufgrund meiner Sprachgewandtheit konnte ich die Option nutzen, also wird er mich schon nicht verraten. Der Mann mit den Schriftrollen. Asia Minor ist die Heimat zahlreicher seltsamer Gestalten. Heute begegnet euch ein wütender Mann auf einem alten Esel. Das arme Tier ist kaum in der Lage, sein eigenes Gewicht zu tragen. Ganz zu schweigen von den vielen Schriftrollen auf seinem Rücken. Ihr beginnt ein Gespräch mit dem Mann und es stellt sich heraus, dass die Bücher für die Academia gedacht sind. Eine Art Schule, wo die Schüler in verschiedensten Bereichen unterrichtet werden. Der Mann bittet euch zögerlich um Hilfe, erklärt euch, dass er vor kurzem überfallen wurde und seine Begleiter tot sind. Ein paar seiner wertvollen Schriftrollen wurden bereits gestohlen. Er hat Angst um sein Leben und glaubt, dass er es nicht zur Akademie schafft. Leute als Begleitschutz mitgeben. Ihr erbarmt euch des Mannes und teilt Balbus ein, um ihn bis zur Academia zu begleiten. Der dankbare Bote gibt euch dafür eine wertvolle Schriftrolle als Belohnung. Durchdringenden Schaden erhöhen. Die gewaltige Armee des Mithridates der VI. Von Pontus belagert die römischen Loyalisten von Kyzikos seit Monaten. Ich kann da nur mit meiner Diebin zusammen reingehen. Gut, dass ich die Sachen nicht selbst anlegen muss, um die zu täuschen. Passiert wahrscheinlich automatisch. In römischer Rüstung gefällt ihr mir besser. Aber immerhin passt diese Uniform euch. Euch hingegen steht so gut wie alles. Juhu, Romantik. Ihr klingt wie die Männer zu Hause. Es hieß, Mithridates habe 300.000 Mann. Jetzt, wo ich das hier sehe, glaube ich das. Glaubt ihr, unsere Verkleidung sind überzeugend genug? Falls nicht, werden wir das sehr bald herausfinden. Entschuldigung, wir bekommen das schon hin. Lasst mich die Wachen übernehmen. Ihr da, Kundschafter, war eure Reise lang? Es sind noch viele Meilen mehr bis nach Rom. Willkommen zurück. Ihr seht aus, als bräuchtet ihr eine Ruhepause. Kommt herein. Die Familie meiner Tante lebt in Kyzikos, wisst ihr? Es fühlt sich falsch an, hier zu sitzen und zu warten, während sie verhungern. 3 Feldzüge habe ich unter ihm gedient. Er war der beste Kommandant, für den ich je gefochten habe. Glaubt ihr den Gerüchten? Ich habe gehört, Archelaus wurde von einem völlig unerfahrenen römischen Legatus besiegt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich bin gerade so noch lebendig aus Mytilene entkommen. Das da oben sieht aus wie das Zelt, was ich betreten muss. Habt ihr euch das in Mytilene geholt? Ich werde Akazia heute Nacht zu eurem Zelt schicken, um die Wunde zu versorgen. Wenn wir nichts tun, wird sie eitern. Ich habe nicht die Macht, einen Imperator zu überstimmen. Das wisst ihr.
Ich will nur von euch, dass ihr den Feldzug von Licinius Lucullus in Verruf bringt. Danke, schwarzer Kleber, für ein Twitch Prime-Sub. Ihr habt es mir gemacht, den Senat zu überzeugen, als ihr Marcus Aurelius Cotta in die Enge getrieben habt. Rom lässt keinen der Seinen zurück, vor allem keinen Konsul. Solange er innerhalb der Mauern von Chalcedon in Sicherheit ist, glauben sie immer noch daran, dass er gerettet werden kann. Dann müssen wir die Stadt erobern und ihn als Geisel nehmen. Eines nach dem anderen. Ich habe Gerüchte gehört, die besagen, Troas und Mysia seien kurz davor, eure Allianz zu verlassen. Unmöglich. Es gibt Verbindlichkeiten, die ihre Loyalität sichern. Ich hoffe, ihr habt recht. Ohne sie ist eure Belagerung von Kyzikos bereits verloren. Meine Armee ist den Legionen von Lucullus 25-1 überlegen. Unterschätzt ihn nicht. Diesen Fehler hat Archelaus auch gemacht. Liefert uns nur weiter Nachschub, Scaevola. Das ist alles, was ich von euch verlange. Ich werde Kyzikos und Chalcedon erobern und ihr werdet euren Lohn einstreichen. Corvinus wird sich persönlich darum kümmern. Er ist einer meiner besten Männer. Meine Dienste gehören euch, solange es der Senator gebietet, Eure Majestät. Sehr gut. Habt eine sichere Heimreise, Senator. Oh, ich reise nicht nach Hause. Mein Bruder kümmert sich um meine Angelegenheiten in Rom. Ich reise nach Thrakien, um einen gemeinsamen Freund zu treffen. Ah, richtig. Grüßt ihn von mir. Das werde ich tun. Einen guten Tag, Eure Majestät. Gibt's noch ein bisschen Loot. Ich kann einfach mit dem König reden. Soldat, was gibt es Neues vom Krieg? Der Feind ist ziellos planlos. Sie wirken, als würden sie zögern. Sie verstehen, dass sie in der Unterzahl sind? Lucullus brütet ohne Zweifel einen Plan aus, wie er dies in einen Vorteil verwandeln kann. Euer Akzent, ihr klingt römisch. Sizilianisch, Eure Majestät. Ich verstehe. Warum habt ihr euch meinem Krieg angeschlossen? Ich hege keine Sympathie für die Römer. Die Römer waren nicht so schlimm. Es sind kriegerische Leute, stur in ihren Eroberungen und stolz auf ihre Republik. Es ist nur natürlich, dass zwei kriegerische Nationen dann auch im Krieg aufeinandertreffen. Wer war dieser Mann bei euch? Der römische Senator? Tiberius Vitellius Scaevola? Er hat geschäftlich in dieser Region zu tun und er ist ein guter Freund von Pontus. Ein Senator hat die Piraten beschützt? Ihr seid ungewöhnlich gut informiert. Am besten spricht man nicht zu öffentlich über solche Angelegenheiten. Wird die Belagerung von Kyzikos bald enden? Die Menschen dort sind stur. Sonst hätten sie bereits aufgegeben wie Mysia und Troas. Es ist eine gut befestigte Stadt, aber sie wird nicht mehr lange durchhalten, es sei denn, unser Feind findet einen Weg, Ersatz zu schicken. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht geschieht. Ihr scheint große Stücke auf Lucullus zu halten. Er ist ein ausgezeichneter Kommandant und für einen Römer auch sehr kultiviert. Er ist als ein Liebhaber der hellenistischen Kultur bekannt und er ist der Herrscher über eine mächtige Nation. Aber er ist kein Cornelius Sulla. Dieses Mal wird Pontus siegen. Ist das wahr, dass Archelaus von einem unerfahrenen Kommandanten geschlagen wurde? Von mir. So steht es in den Berichten. Der neue Legatus der 2. Legion unter Lucullus. Bald wird er ein Kreuz auf der Straße nach Rom schmücken, glaubt mir. Archelaus war der beste General seiner Generation und ein guter Freund. Danke, dass ihr mit mir gesprochen habt, Eure Majestät. Ich ermutige meine Soldaten, ihre Meinung zu sagen. Danke, dass ihr eure Gedanken zum Krieg mit mir geteilt habt.
und nun kehrt an die Arbeit zurück. Da ist der Vertrag. Das muss es sein. Eine solche Gelegenheit werden wir nicht noch einmal bekommen. Also lasst uns sicher gehen, dass wir das Beste daraus machen, bevor wir gehen. Was willst du denn noch Besseres machen? Jemand hier vom Gerüst kicken? Freischalten. Mithridate, Anleitung in der Waffenkammer des Vorpostens. Ich finde das ganz schön, dass du mit dem Feind einmal konfrontiert wirst. Das ist ein schönes Stilmittel bei Geschichten. Ohne dass der weiß, dass du der Feind bist. Aber der Senator ist doch der Bruder von dem, der die Macht an sich gerissen hat, indem er meinen Vater getötet hat. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber dann hört es wahrscheinlich noch mal ein bisschen stärker herauskristallisiert. Kurz ins Lager. Ich möchte meine Legion auffüllen. Was braucht ihr? Domine. So, weil ihr beschäftigt seid. Stunden. Haben die unterschiedliche Werte? Ne, es sind 52 Stunden. Also eigentlich sollte man am besten einfach alle kaufen. Ob die einen mögen oder nicht. Braucht ihr etwas? Salve. Wird die Anzahl kostenloser Auffrischung von taktischen Gegenständen um 1 erhöhen, wenn er in eurem Zelt zugeteilt ist. Das ist ein Prätorianer hier, um die verfügbaren Rekruten aufzufrischen. Verfügbare Rekruten werden zwischen von Stufen 1 und 6 liegen. Verbesserung um Stufe der Rekruten auf 7 zu 12. Er senkt das um 20%. Mein Gott. Fast die Coke wieder umgekippt. Hm? Ach so. Das geht aus meinem Gefängnis. Archelaus steht ja hier rum.
Habt ihr meinen König gefragt, was ihr dafür bekommt, wenn ihr mich gehen lasst? Du wirst nicht gehen gelassen. Bin gerade nur verwirrt, weil ich vergessen habe, wo ich meine weiteren Rekruten, also beziehungsweise wo ich meine Legion auffülle. Ach, das war doch hier. Gruppe und Auffrischen.